Jo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute habe ich was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ich werde heute mal auf was reagieren. Ja, ihr wisst ja, normalerweise reagiere ich nie auf was, aber also, ihr habt viel angefragt und ich dachte, es ist irgendwie auch ein interessantes Thema, da ich so ein paar coole Insider-Infos noch dazu habe. Und zwar, was passiert, wenn ein Zauberer oder ein Varieté-Weltmeister oder ein Profi-Zauberer, nennt es wie ihr wollt, auf Zauberei in Hollywood reagiert? Ja, ist da irgendwas echt? Kann man da irgendwas wirklich machen oder ist es eigentlich alles nur Quatsch, was ihr da seht? Ja, da gehen wir jetzt ein bisschen heute drauf ein. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, ein paar Videos vorbereitet, die werden wir uns jetzt mal anschauen zusammen, aber ich würde sagen, wir starten direkt rein mit Video Nummer 1 von einem meiner absoluten Lieblingsfilme, wo ich auch gleich einiges dazu erzählen werde. Now You See Me 1. Wir starten mal rein in den Trailer. You're thinking of a woman's name. A, also, B, er überlegt, er findet gerade raus, an was er denkt. Er denkt gerade an Frauennamen. Jean, Jane, Janet. Who's Janet? Your sister. No. You weren't away on business. You were away on Janet. No. Okay, now she's gonna get upset. Let's move over here. You want this? Das ist auch eine relativ alte Methode. Das ist eine Methode, die man in der Mentalzauberei viel benutzt. Und zwar nennt sich das Cold Reading, dass du im Prinzip Informationen gibst und versuchst, mehr Informationen dazu zu gewinnen mit der Reaktion von dem Zuschauer. Das heißt, ihr habt zum Beispiel gesehen, dass er sagt, jo, du denkst jetzt an einen Namen von einer Frau, denkt man den ersten Buchstaben, dann denkst du automatisch immer an den ersten Buchstaben. Er geht durch, guckt auf die Reaktion und findet dann so ein paar Informationen raus, die er brauchen kann. Das ist klassisches Cold Reading und funktioniert auch in echt. It's okay, pull out your wallet. So 200 seem fair. Okay, and sleep. Now, when I snap my fingers, you won't remember any of this. And you, every time you see or even think of Janet. Also, er hat im Prinzip sie jetzt wieder hypnotisiert, eingeschläfert, sie ist jetzt in Trance. Thema Hypnose ist auch so ein super interessantes Thema, was ich damals bombardiert worden bin nach der Gangtour, als ich Drew hypnotisiert habe. Hier einmal ein Clip. Schau mich an, ganz fest auf meinen Arm. Ganz fest und schlaf. Und das war eher eigentlich ein Mentaltrick als ein Hypnosetrick. Hypnose ist im Prinzip was, was mit dem Unterbewusstsein funktioniert. Da auch ein super Freund von mir, der da gerade richtig Gas gibt, der liebe Mr. Yasin. Sehr, sehr guter Freund von mir. Liebe Grüße raus an dich, Yasin. Schaut mal bei dem vorbei, wenn ihr richtig coole Hypnose sehen wollt. Da glaubt er wirklich, da geht's nicht mit rechten Dingen zu. Tut's auch nicht. Der ist verrückt. I have an ordinary spoon from Mel's Deli right here in Brooklyn. Check it out. Now everyone, please pay very, der Klassiker. Very close attention. I'm about to bend this spoon with my mind. Klassiker, Löffel verbiegen, seit den 70ern, seit Uri Geller damit angefangen hat, eine Riesenhype. Und wieder ein Effekt, der exakt genauso in echt funktioniert. Da ist nichts dabei, der funktioniert genauso, wie ihr den gerade gesehen habt. Ein Löffel, einfach verbiegen, visuell, danach kannst du den Löffel rausgeben, der funktioniert genauso und das finde ich so geil. Okay, wir gehen jetzt mal zu Now You See Me 2, zu einer der, ja, wahrscheinlich spannendsten Szenen, die es jemals in so einem Zauberfilm gegeben hat, auch die, die am viralsten gegangen ist. Und ich erzähle gleich mal ein bisschen was dazu. Und zwar geht es darum, das ist die Szene aus Now You See Me 2, wo die in den Tresorraum kommen und versuchen müssen, diese Chipkarte zu verstecken. Und alles, was ihr jetzt seht, funktioniert zu den meisten Teilen genauso. Klassischer Frontpalm, rüber in Backpalm, Übergabe in Classic Palm, einfach schön, zack, wieder in Frontpalm, ab, zurück in Backpalm, es ist so schön. Natürlich muss man sagen, man sieht an den ein oder anderen Stellen, dass tatsächlich ein bisschen danach geholfen wurde, dass es einfach ein bisschen schöner aussah. Aber ich zeige euch jetzt gleich mal was, wie ihr sehen könnt, dass diese Schauspieler, das ist ja Dave Franco, wenn mich hier alles täuscht, genau, Dave Franco hat das wirklich geübt und hat das wirklich gekonnt. Ja, ich erkläre euch gleich auch, warum und von wem er das gelernt hat. Und da werdet ihr vielleicht überrascht sein. Aber erstmal jetzt gefangen, es ist in der Armbeuge und zack, wird rübergeworfen. Boomerang Card, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, ja. Aber auch hier schön die Karte in die Palmage. Klassisches Sleeve. Ja, auch ein bisschen schwierig, das so zu machen. Aber gerade der Anfang, der ist tatsächlich echt. Der funktioniert so. Und da zeige ich euch jetzt mal eine kleine Sache. Ich habe euch hier mal ein Behind the Scenes von Now You See Me 2. Hier seht ihr genau die Szene in dem Moment, wo sie es geübt haben. Hier seht ihr Dave Franco. Und achtet mal auf den Typ, der da hinten mit der Kamera rumrennt. Und ihr seht, es funktioniert wirklich, er lässt es runterfallen und so weiter und so fort. Ich spule nochmal ganz kurz zurück, die Szene cuttet rein, er fängt die Karte mit dem Mund,
gibt sie runter, fängt sie in die Arme. Mega schön. Und wenn wir nochmal ganz kurz da hinschauen, der Typ mit der Kamera, ich weiß nicht, ob euch auffällt, aber wenn wir nochmal ganz kurz hier rausgehen und zum kleinen Interview gehen, und zwar das hier ist Andre Jig. Ja, das ist Andre Jig, einer meiner absoluten besten Freunde, und der hat an diesem Film gearbeitet. Der hat den Schauspielern beigebracht, wie diese ganzen Moves funktionieren, wie man mit den Karten umgehen kann, was man da alles machen kann. Und das ist geil, das ist richtig geil. Er macht jetzt gleich auch eine kleine Demo und zeigt, was Cardistry ist. Der Reporterin. Starting with the basics, it kind of looks like this here, and we can break it up. We can. Und das ist natürlich jetzt noch alles relativ easy. Da können wir auch noch mitmachen. Jetzt kommen die L-Cuts. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen stressiger. Aber es ist so schön, wie er das immer macht. Ich frage natürlich, wie lange das dauert, und er sagt zu lang. Ja. Und er muss in die Kamera gucken. Ganz klar, wie immer. Andre ist inzwischen auch YouTuber geworden. Also wenn ihr mal Bock habt, euch mit ein bisschen, also wenn ihr Englisch gut sprechen könnt, wenn ihr Bock habt, euch mal ein bisschen mit Finanzen auszukennen oder da mal ein bisschen mehr reinzugucken, auch in Aktienmarkt, dann checkt mal auf jeden Fall Andre ab. Der Link ist unten in der Beschreibung. Schaut mal vorbei. Lasst ihm liebe Grüße aus Deutschland da. Weiter geht's mit dem nächsten Film. Der nächste Film ist Prestige. Prestige ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Punkt. Also wirklich, egal ob Zauberfilme oder allgemein, Prestige ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der ist so geil und der fasst für mich die Zauberei auch so schön zusammen, was es für Rivalitäten gibt, dass jeder irgendwie versucht, den perfekten Trick nachzurennen. Und hier fangen wir an mit einem Trick, der unfassbar gefährlich ist, der viele, viele Leben auch gekostet hat von Zauberkünstlern, die das auf der Bühne irgendwie gemacht haben, mit dem Bullet Catch. Und das funktioniert damals, genau. Mach schon! Sie zählt. Wie geht sowas? Und er fängt die Kugel in seiner Hand. Da gibt es verschiedene Methoden davon. Da muss man jetzt sagen, da hat er jetzt gar nichts mit richtigen Zaubertricks zu tun. Das war wirklich komplett einfach nur gecuttet, aufeinander abgestimmt und abgeschnitten so. Da war jetzt wirklich kein echter Effekt dabei. Aber diesen Effekt gibt es, den Bullet Catch. Der wird bis heute auch noch ab und zu vorgeführt, zum Beispiel von Penn & Teller, die ihr vielleicht noch von Fulas kennt, für die, die sehr zauberinteressiert sind. Die führen den heute noch vor. Ansonsten gibt es diesen Effekt eigentlich gar nicht mehr. Also den macht eigentlich keiner mehr, weil er zu gefährlich ist. Der Bullet Catch funktioniert so: Du hast eine Kanone, du nimmst eine Kugel, lässt diese Kugel unterschreiben, machst sie in die Waffe rein. Die Waffe wird gestopft oder im Prinzip durchgeladen. Auf den Zauberkünstler wird dann geschossen und der Zauberkünstler fängt die Kugel meistens im Mund, zwischen den Zähnen. Da ist auch immer mal wieder was schiefgegangen. Wenn ihr den Film nicht kennt, Prestige, dann schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Absolute Filmempfehlung von mir. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wir gehen weiter zu einer meiner Lieblingsillusionen, die es in einem Film gibt, der heißt Eisenheim, der Illusionist. Ein super schöner Film. Wenn ihr den nicht kennt, schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Und hier seht ihr eine kleine Demonstration zum Thema Zeit. Also erst leiht er sich ein Taschentuch aus. Früher, klar, hatte jeder ein Taschentuch. Das Taschentuch kommt jetzt in die Kiste rein. Sie darf drauf aufpassen, soll aber natürlich nicht reingucken. So. Der Illusionist zeigt, oder beziehungsweise der Assistent zeigt einen leeren Blumentopf. Und es kommt eine kleine Präsentation der Zeit. Das Kontaktjonglage funktioniert auch in Wirklichkeit. Wahrscheinlich kann Edward Norton das sogar inzwischen. Zeit ist sowieso so ein Thema, was in der Zauberei super oft, ja genau, super oft thematisiert wird, weil es so ein interessantes, so ein relatives Thema ist. Und sowas ist natürlich super schön, die Zeit einfach anhalten zu können oder beschleunigen zu können, wenn es mal so einen öden Tag wieder gibt. Das ist eine Illusion, die unfassbar alt ist. Die ist, glaube ich, aus dem 19. Ich glaube aus dem 19. Jahrhundert von einem französischen Zauberer, der Robert Houdin hieß. Und das ist der Namensvetter von Harry Houdini. Also Harry Houdini hat sich den Namen angeeignet von Robert Houdin, der dieses Kunststück erfunden hat damals, den Orangenbaum. Und der hat den damals natürlich ein bisschen anders vorgeführt, aber die Idee dahinter ist ähnlich, dass aus einem Baum, aus einem toten Baum sozusagen Früchte wachsen und diese Früchte eine Überraschung mit sich bringen. So wie es jetzt hier zu sehen ist, ist es natürlich absolut CGI, so, das ist komplett nachbearbeitet. Das funktioniert natürlich nicht so, aber das Original ist wunderschön. Absolut eine meiner Lieblingsillusionen. Wunderschön.
Die Früchte, auch damals im Original, im 19. Jahrhundert, wurden damals rausgegeben, um zu überprüfen, ob es echte Orangen sind. Und dann das Finale, ist wunderschön. Das Taschentuch ist verschwunden und an den zwei Schmetterlingen ist das Taschentuch. Ja. Heute auch oft noch vorgeführt, die Illusion, auch in vielen verschiedenen Variationen. Oftmals wird heutzutage, da niemand mehr so ein wirkliches Taschentuch mit sich rumträgt, wird sich heute einfach ein Ring ausgeliehen. Und der Ring hängt dann später an dem Taschentuch, das die beiden Schmetterlinge dann nach oben tragen, nach oben schweben lassen. Wirklich eine unfassbar schöne Illusion. Gibt es bis heute noch live zu sehen? Wenn ihr die Chance habt, dann schaut es euch an. Eine meiner absoluten Lieblingsillusionen. In diesem Film leider natürlich komplett CGI. Ja, dann würde ich sagen, das war's schon wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Video da nach oben da. Wenn ihr neu seid, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wollt ihr mehr solche Videos sehen, soll ich mal auf virale Zauberei, auf TikTok-Zauberei oder sowas reagieren, dann schreibt es unten in die Kommentare. Lasst mich sehen mit dem Daumen nach oben. Dann freue ich mich auf jeden Fall. Dann machen wir das. Ich bin jetzt hier in dem neuen Setting. Ich bin noch nicht final irgendwie happy, ob das jetzt alles so bleibt. Aber es wird auf jeden Fall jetzt weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns jetzt unten in Kommentaren auf Instagram oder beim nächsten Video. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.